Die nächsten 7 Tage geht es hier auf dem Kanal alkoholfrei zu. Welches Bier der Anfang macht, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und die nächsten 7 Tage mit mir mit alkoholfreiem Bier begehen wollt. Ihr habt ja viele von euch den Dry January richtig durchgezogen, aber die meisten von euch haben nicht auf Bier verzichtet. Und ich habe dann mal so ein bisschen geschaut, was trinkt ihr denn da für Biere, was sind denn das für Sachen? Und sind da Biere dabei, die ich persönlich vielleicht noch gar nicht kenne, die ich dann aber selber als spannend empfinde? Und die habe ich versucht, jetzt in 7 Tagen hier auf den Kanal zu bringen. Den Anfang macht ein Bier aus Irland, nämlich das Guinness 0,0. Und da musste ich sagen, hey, das gab es doch schon mal. Aber wenn ich mich nicht richtig erinnere, ist das dann relativ bald schon wieder vom Markt verschwunden. Jetzt scheint es wieder zu geben, allerdings nicht in Deutschland und in Österreich, obwohl hinten als deutscher Importeur die Braunion für Österreich zumindest draufsteht in deutscher Sprache. Ich habe es hier in Österreich noch nirgendwo gesehen. Wenn ihr Quellen habt, gerne mal unten drunter schreiben, wo man das Bier kaufen kann. Ich habe es in Holland gekauft bei einem Versender und bin persönlich sehr, sehr gespannt, weil ich habe im Internet noch schon ein bisschen geschaut, weil ich mir ein bisschen eine Meinung bilden wollte, was sind richtig gute Biere für diese Aktion. Und da hat dieses Bier extrem gut abgeschnitten. Und ja, was lege näher, als das Ganze dann auszuprobieren. Es hat, wie gesagt, 0,0 Volumenprozent. Es ist gemacht mit Gerstenmalz, Röstmalz, mit offensichtlich Rohgerste, Fructose, natürlichen Aromen, was sich immer dahinter verbirgen mag, und Hopfen und Hefe. Und wenn ihr, ich halte das mal jetzt hier ans Mikrofon, man hört das vielleicht so ein bisschen klackern. Das ist das Widget, was da drin ist. Es ist nämlich auch Stickstoff drin. Und in dem Augenblick, wo man die Dose öffnet, geht das Widget auf, der Stickstoff kommt raus und man kann dieses Bier hier herrlich einschenken. An der Stelle übrigens nochmal recht herzlichen Dank an den Markus von den Bierlovers, der es möglich gemacht hat, dass ich das Ganze heute aus einem Guinness-Glas trinken darf. Achtung, jetzt machen wir das mal auf und ihr hört es vielleicht dann gleich. Ja, das ist dieses Widget und dann ab dafür ins Glas. Und ihr wisst ja, bei stickstoffhaltigem Bier kann man das dann tatsächlich so kopfüber reinstürzen. Oder sollte man sogar, damit dann einfach dieser, da ist eben dieses Widget drin. Und ja, es bildet sich diese ganz tolle Kaskadierung und das kommt natürlich am allerbesten in einem Guinness-Glas. Deswegen war ich so scharf drauf, das hier auch in einem richtigen Glas euch präsentieren zu können und ja, obendrauf einfach diese richtig schöne, sahnige, ganz, ganz feine Schaumkrone. Und jetzt, wenn wir das mal so ein bisschen hinschwenken, das hält heute auch im Glas und das sieht aus eigentlich wie Dispersionsfarbe, die man hier ans Glas legt. Richtig schöne schwarze Farbe drunter. Also ganz ehrlich, wir haben es hier mit dem 0,0 Volumenprozent Guinness zu tun. Also rein optisch muss ich ganz ehrlich sagen, das ist jetzt kein Unterschied zum Original. Ja, es hat leichte schokoladige Noten in der Nase, bisschen Röstaromatik, ist jetzt nicht besonders intensiv, aber man erkennt schon, dass das ein Stout werden wird, was man da gleich trinkt. Man sieht es natürlich auch, haha. Ja, dann würde ich sagen, sehr zum Wohl, cheers. Oder Slante, oder? Ja, in diesem Sinne, Prost. Und ich liebe das, wenn man das so durch den Schaum trinkt. Es hat einfach eine unfassbare geile Cremigkeit und es geht sofort auf die Zunge und ist so der erste Flash, den man halt bekommt, weil diese Zunge ist dann einfach in diesen schönen, feinen Schaum eingehüllt und dann kommt die Röstaromen da hinten nach. Es hat so eine schöne, leichte, samtige Süße, kommt natürlich auch ein bisschen durch den Schaum. Viel Milchschokolade, muss ich einfach sagen. Ein bisschen Kaffee, schön Röstmalz. Es ist jetzt so vom Gefühl her, es ist ein relativ leichtes Bier. Also es hat jetzt kein so ein riesensperriges Mundgefühl, sondern es ist eigentlich fast ein bisschen dünner, schmeckt aber richtig, richtig gut. Und diese leichte Vanillenote macht mich fertig, die ist richtig gut. So minimal kräutriger Hopfen mit dabei. Angenehme, leichte, bittere, insgesamt extremst balanciert.
Richtig gut. Vom Körper her, schlanker bis mittlerer Körper. Ich sage, eine dezente, cremige, feine Kohlensäure, das ist einfach der Hammer. Ich liebe Stickstoffbier, muss man einfach fairerweise sagen. Da bin ich sehr voreingenommen, aber das auch sehr, sehr gerne. Und so richtig schön weich, cremig in der Textur her. Läuft richtig gut und einfach, man hat immer diesen Stickstoffschaum dann immer irgendwie am Gaumen liegen. Im Nachtrunk eine angenehme Bittere, leicht gehalten, bisschen Kaffee, bisschen Röstnoten, bisschen Schokolade. Es wird tendenziell, glaube ich, hinten schon ein bisschen dünner hinten raus. Was würde jetzt näher liegen? Nein, ich gebe erstmal eine Wertung ab. Das machen wir jetzt erstmal die Wertung für das Bier. Aber bleibt einfach mal dran, weil wir machen noch was anderes. Für das Guinness 0,0, die alkoholfreie oder ohne Alkoholversion vom Guinness Stout von ProbierTV, gibt es in dieser alkoholfreien Wertung erstmal 4 von 5 möglichen Punkten für das Guinness 0,0. Normalerweise wäre jetzt hier das Video zu Ende, aber ich habe eine Originaldose. Ich wollte es jetzt tatsächlich auch dann wissen. Und auch hier, man hört es, bing, 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 ist das Widget drin, also auch mit Stickstoff. So, und jetzt, ich glaube, das hat 4,2 Volumensprozent, das habe ich gar nicht geschaut. 4,2, genau. Na gut, doch gemerkt. Und wir testen das jetzt mal im direkten Vergleich. Soll man ja normalerweise nicht machen, aber ich hatte die Dose einfach gerade da und denke mir, okay, komm, das tun wir jetzt. Und dann schenken wir uns das auch hier in ein Glas ein. An der Stelle nochmal lieben Dank. Da ist das Widget drin. So, jetzt darf ich natürlich nicht durcheinander bringen. Oder wenn ich es doch durcheinander bringen würde, dann wäre das ja schon fast positiv. Aber man sieht hier die Kohlensäure. Entweder habe ich das vorhin falsch eingeschenkt, aber hier ist die Kaskadierung fast noch ein Stück extremer. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. So, Originalfälschung. Nö, nee, okay. Also im Aroma, muss ich sagen, finde ich jetzt keinen großen Unterschied. Boah. Also das muss ich jetzt echt sagen. Ich hätte jetzt gedacht, es hat vielleicht ein bisschen, aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Das kommt mit kommt vielleicht mit einem ganz klein bisschen mehr so einer Espresso-Kaffee-Note daher. Aber ansonsten, die liegen unfassbar nah beieinander. Also ich hätte jetzt echt gedacht, dass das viel weiter weg liegt. Respekt. Also diese 4 Punkte, muss ich ganz ehrlich sagen, für das alkoholfreie Guinness, die sind jetzt doppelt verdient. Ich muss auch sagen, ich trinke natürlich relativ selten Guinness, aber da muss ich sagen, Respekt, das alkoholfreie oder ohne Alkohol, das 0,0 Bier hat sich definitiv seine 4 Punkte verdient. Dann soll es das für heute gewesen sein, das wollte ich jetzt eben noch gerade nachtragen und dann sehen wir uns morgen mit der nächsten Bierverkostung eines alkoholfreien Biers hier auf dem Kanal wieder. Und mich würde mal interessieren, kennt ihr das 0,0 von Guinness? Wie war euer Eindruck? Schreibt es mir unten drunter. Wenn ihr noch kein Abo vom Kanal habt, dann ganz schnell da unten ein Abo lösen. Und wir sehen uns morgen. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.